Wer zahlt beim ersten Date, Mann oder Frau? Wir zeigen euch auf diesem Mindset-Channel, wie ihr mit der Situation am besten umgehen könnt. Wir sind die Mindhunters und viel Spaß bei dem Video. Ja, Sia, wer soll denn jetzt am Anfang bezahlen, Mann oder Frau? Also ich auf jeden Fall. Nein, Spaß beiseite. Natürlich würde ich beim ersten und zweiten und dritten und fünften und hundertsten Date bezahlen. Aber in dem Video geht es nicht darum, dass wir jetzt irgendwelche Klischees untermauern und dass wir sagen, ja, Mann ist Mann, Frau ist Frau. Gerade in der heutigen Zeit hitzige Diskussion, wissen wir auch. Wir wollen das Ganze mindset-technisch ein bisschen durchleuchten und wollen das auch Ganze ja, auf psychologischer Ebene ausdiskutieren und analysieren. Also am Anfang müssen wir klar definieren, wo könnte das Ganze herkommen, ursprünglich, instinktiv vielleicht auch, biologisch, historisch. Da sind mehrere Faktoren. Grundsätzlich war es ja früher so, der Mann war dafür zuständig, dass er ja, jagen geht und dann halt die Nahrung nach Hause bringt und die Frau hat die Nahrung verarbeitet. Und ja, so waren die Rollen, sage ich mal, die Tausende von Jahren waren die Rollen so verteilt. Irgendwann, jetzt auch gar nicht so lange her, war die Rolle des Mannes, die ich bringe Geld nach Hause, die Frau hat sich um die Kinder gekümmert und um den Haushalt. Und dadurch hat sich vielleicht jetzt auch in unserer jetzigen Zeit, weil das Hier und Jetzt ist ja wichtig, ein Bild ergeben, dass der Mann bezahlt. Bei den Männern ist es auch vielleicht auch ja, ein bisschen traditionell bedingt, vielleicht ein Erziehungsding, dass man gesagt hat, ey, du bist Junge und du musst zusehen. Ja, auch eine Art Selbstwertgefühl, ja, ich kann bezahlen, ich bin der Mann quasi. Genau, dass er so wirklich so erzogen wurde, dass dein Vater oder wer auch immer gesagt hat, ey, sieh zu, so, ne, das gehört zu einem Mann dazu. Bei der Frau ist es wahrscheinlich dann auch ähnlich. Viele Frauen denken sich wahrscheinlich, ja, manche werden sagen, okay, was ist das jetzt für ein Punkt? Aber vielleicht denken sich Frauen, ich habe ganz teure Vorbereitungen, Make-up und... Auch Zeit, ja, das dauert ja auch sehr lange, die Vorbereitung. Ja, ja, also... Oder auch noch als Frau, was ich mir auch vorstellen kann, du bist ja in der Frau meistens in der Position, dass du dir das eher aussuchen kannst, mit wem du dich triffst und vielleicht auch in diesem Luxus bist, ja okay, dann lasse ich mich auch einladen, weil ich weiß, der Nächste würde mich einladen. Absolut, das könnte auch ein Faktor sein, aber ich glaube, dass so manche Frauen sich jetzt, vielleicht werden viele Frauen sagen, ey, Daumen hoch für den Kerl, der hat uns verstanden, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass manche Frauen sagen, ey, so ein Schminkset und diese ganze also das, was die Frau sich vorbereitet, das sind auch alles enorme Kosten, damit ich für den Mann gut aussehe, damit ich also super feminin wirke und weiß ich was. Und das könnte vielleicht auch sein, dass er sagt, ey, das Mindeste, was er machen kann, ist das Essen bezahlen. Oder auch wieder hier ein traditionell familiäres Ding, was wieder durch die Erziehung geprägt ist, dass Frauen das so gelehrt bekommen zu Hause, so ey, wenn du jetzt ein Date hast, so, der Mann muss so bezahlen. Mhm. Das ist auch oft so sehr viel eingetrichterte Sachen, und dann auch viel mit Urinstinkten verbunden. Ja, aber auch gerade aus den Medien. Also wenn ich mich zurückversetze, es gab damals so Seifenopern aus Spanien, aus Brasilien, wo ja auch immer diese traditionellen Klischees bedient wurden. Absolut. Oder wenn du Filme geguckt hast früher, die ganzen Filme, da saß auch, der Mann hat erstmal sein Portemonnaie rausgeholt. Mhm. Und wir wollen aber jetzt natürlich das Hier und Jetzt betrachten und bei uns geht es gar nicht darum, euch Tipps zu geben, wie der Mann die Frau austricksen kann und die Frau den Mann. Das ist nicht das Ziel des Videos. Darum geht es heute nicht, sondern wir wollen wirklich euch ja den Fokus auf das Grundlegende geben, damit ihr, wenn ihr ein Date habt, wirklich Geld das zweitrangigste Thema ist. Sogar dritt, viert, einfach das Unwichtigste. Gar nicht, ja. Genau. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel, wo wir uns treffen zu einem Date, beide sind erwerbstätig und ja, es gibt so diese Standardbilder über Mann und Frau und man sitzt dann da im Restaurant und ja, die Frau erwartet dann, dass der Mann bezahlt, der Mann denkt sich, ja, wenn ich nicht bezahle, dann wirkt das super unmännlich, unmaskulin, aber wir wollen euch halt heute auf einen ganz anderen Punkt bringen. Die Sache ist die, warum trefft ihr euch mit jemandem? Also wenn ihr ein Date habt, warum macht ihr das? Ihr macht es ja, weil ihr gerne einen anderen Menschen kennenlernen möchtet. Ihr möchtet vielleicht sogar eine neue Beziehung eingehen, vielleicht eine Bindung fürs Leben, vielleicht auch erstmal nur jemanden haben, mit dem man sich austauscht, mit dem man Emotionen austauscht. Also wie ihr merkt, es geht ja eigentlich gar nicht um das Geld so. Natürlich muss das Essen bezahlt werden, das steht außer Frage. Aber definiert sich jetzt die Männlichkeit am Bezahlen und ist eine Frau gierig, weil sie erwartet, dass der Mann bezahlt?
Eigentlich ist das Bullshit, weil, ja, das ist doch nicht der Sinn eines Dates. Das, ja, so. Das sollte auf jeden Fall nicht vordergründig sein, dass Geld euch vielleicht dazu führt, dass ihr die andere Person nicht mehr sehen möchtet. Ja, gerade wenn es vielleicht 1, 2, 3, 4 etc. längere Dates sind, wo immer einseitig bezahlt wird, dann kann es auch passieren, dass die andere Person sich hinterfragt, hey, ist das jetzt richtig so? Werde ich gerade wirklich nur deswegen, ja, eingeladen oder gehen wir auf Dates, weil ich immer bezahle? Und das kann schnell auch negative Gedanken hervorrufen. Und da ganz wichtig, wirklich dieser Persönlichkeitsaspekt, kommuniziert das, wenn euch etwas stört. Man kann das natürlich immer auf sehr subtile und angenehme Weise machen. Man kann vielleicht sagen so, hey, ich bezahle jetzt das oder wir gehen danach ein Eis essen. Hey, lädst du mich auf ein Eis ein? Oder ja, es muss ja nicht immer kostendeckend sein, dass wenn ich ein teures Essen bezahle, dann die andere Person auch ein teures Essen bezahlt. Na, aber schaut einfach, wie es finanziell auch möglich ist. Muss nicht immer in dem Sinne gleich sein, aber vielleicht auch in prozentualer Weise, wenn man beide jetzt nicht verdienen, in dem Fall, wenn man irgendwie noch Student ist, ja, dass man das auf jeden Fall im Auge behält. Und im Endeffekt zählt ja auch meistens die Geste. Du denkst ja nicht, hey, der hat mich jetzt auf ein 100-Euro-Essen eingeladen, das ist so ein toller Mensch. Steht ja nicht im Vordergrund. Es zählt mehr die Geste. Ja, wir haben noch ein Video auch zum Thema gesagt, Großzügigkeit. So, Großzügigkeit ist eine schöne Tugend. So. Betrachtet doch das aus der Sicht. Egal, wer jetzt bezahlt, ist doch erstmal eine schöne Sache, wenn man jemandem etwas gibt. Wenn er mit einer Freundin rausgeht oder mit einem Freund, dann fragt er auch nicht, wer bezahlt er oder bezahlt ich. Ja, genau. Das heißt, wir leben ja auch, und deswegen möchten wir auch an euch damit, das ist uns sehr wichtig, wir appellieren auch an alle Zuschauer, wir leben in einer Welt, wo das ein ganz kontroverses Thema ist. Der Mann möchte Mann sein, die Frau möchte Frau sein, dann gibt es dann doch nicht diese, dann ist das doch wieder so ein Thema, was tot diskutiert wurde, was ist was. Aber in dem Video geht es nicht darum. In dem Video geht es wirklich darum, geht es eher darum, meine ich, dass wir rausfinden, was ist wichtig, wenn man sich datet. Und wir wollen wirklich wieder auf den Punkt hinaus, Geld ist nicht wichtig bei einem Date. Und eine Frau oder ein Mann, wenn es mal angenommen, du möchtest als Mann in deiner Männlichkeit bestätigt werden, dann hat das nichts damit zu tun, dass du das erste Date bezahlst, so. Das sind eigentlich sogar falsche Anreize, ja. Weil du gibst dir ja dein Selbstwertgefühl im Äußeren durch das Geld. Es kommt ja nicht von dir selber, aus deiner eigenen Stärke. Nein, definitiv nicht. Und eine Frau, sag ich mal, die sich jetzt, oder die das erste Date bezahlt, die aber dann trotzdem sehr weiblich sein möchte in ihrem ganzen Dasein, wir müssen auch die jetzige Zeit angucken. Wir erwarten von der Frau, dass sie arbeiten geht, weil es nicht mehr reicht. Dann erwarten wir von den Männern, dass sie im Haushalt helfen, mit der zur Erziehung viel beitragen. Das ist ja sowieso klar, aber ich meine halt auch so was machen, was so für Männer früher sind, das würde ich niemals machen. Also wir sind doch schon an einem Punkt in der jetzigen Zeit, in der wir quasi uns wirklich gleich stellen. Und das können wir doch auch schon beim Date. Also wer jetzt bezahlt, gut, wenn niemand nicht hat, dann hat er nicht. Ne, aber das ist wieder so, oder vielleicht mit einer Anekdote wird euch das ein bisschen klarer, wohin wir möchten in dem Video. Ich nehme mal mein Beispiel, als ich meine Frau damals kennengelernt habe, das war im Ausland, bin ich nach Schweden geflogen, war Student, hatte nicht viel Geld, habe natürlich ein bisschen angespart, wie es so vor jedem Urlaub ist. Bin dann da hingegangen, wir hatten unser erstes Date und meine Frau hat, ein Problem war damals Bargeld, so, und ich war wirklich ein totaler Bauer, ich wusste nicht, Kartenzahlung, ich war totaler Bauer, wie Kartenzahlung, es muss doch mit Bargeld bezahlt werden. Mhm. Ja, und typisch Deutschland aber auch. Typisch Deutschland, ich hatte auch kein Bargeld dabei, wusste wirklich nicht, wo ich Bargeld tauschen soll. Und dann sind wir bei Vapiano damals essen gegangen und meine Frau, damals Freundin, Verlobte, meinte, ich gehe da mal kurz, ich muss mal kurz auf Toilette. Und ich war mit dem Rücken, ist sie schnell zum Kassierer, hat gesagt, pass auf, der wird gleich bezahlen, lass ihn bezahlen, kein Problem. Und sag ihm aber, dass dein Gerät die Karte nicht annimmt. Der hatte ein Kartegerät ausgeschaltet, das habe ich gar nicht bemerkt. Und dann bin ich nach vorne, habe meine Karte rausgeholt, sie stand da ganz normal und hat mir das Gefühl gegeben, so, sie hat mir diesen Moment nicht genommen. Und das ist das erste Date, ich bin auswandern geflogen, ich muss ja auf jeden Fall zahlen. Ja. Habe ich die Karte draufgelegt und da passierte nichts. Und dann meinte er, I'm sorry, sir, we don't take cash, bla bla, also wir nehmen kein Bargeld. Und ich glaube, die Karte funktioniert nicht, sagte er. Und meine Frau damals, sie so, na okay, dann mache ich das doch. Mhm. Und dann später sind wir raus und ich habe das so irgendwann gecheckt, dass sie das gemacht hat.
Hat sie dir das erzählt am Ende dann? Nee, hat sie nicht. Ich habe selber gecheckt und ich habe dann so lange drauf gepocht. Ich habe gesagt, das musst du mir jetzt erzählen. Ich muss das jetzt unbedingt wissen und so. Das geht nicht, ich bin ein Mann, ich muss zahlen. Aber damals war ich auch viel jünger, das ist schon 8, 9 Jahre her. Aber was sie damals geschafft hat damit, war, dass ich sie noch mehr geliebt und respektiert habe. Ich habe uns als gleich gesehen. Wir waren ab dem Moment auf Augenhöhe. Ich hätte auch, wenn sie mir gesagt hat, wir machen jetzt das heute, hätte ich gesagt, ich bin der Mann, wir machen das nicht. Nein. Wir waren gleichgestellt. Mhm. Dadurch hat sie mir viel Liebe gegeben. Also das war wieder das, ist das worauf wir in diesem Video eigentlich, wo wir hin möchten. In so einem Date, in so einem ersten, da geht es auch nicht darum, wer bezahlt. Sie hat damals ihr Studium schon, meine ich, beendet, hatte schon, also schon Geld, war erwerbstätig. Und für sie war es kein Problem. Und die verdienen ja auch gut da im Norden. Und dann hat sie halt gesagt, weißt du was, ich bezahle das. Und dann hat sie auch die nächsten Dates bezahlt. Oh, okay. Und hat mich dann auch immer wieder ausgetrickst mit anderen Tricks. Aber darum geht es nicht. Warum es geht, irgendwann war sie dann nicht mehr in der Lage zu arbeiten. Und dann war sie froh, dass ich uns gut versorgen konnte. Das ist ein Nehmen und Geben. Das ist der Sinn des Datens, der Liebe so. Und nicht, wer das erste Date bezahlt. Auf jeden Fall. Also ich würde auch sagen, seht das Ganze langfristig. Genau das Gleiche kann ich auch aus meiner Geschichte mit meiner Freundin widerspiegeln. Es gab auch mal Phasen, wo ich nicht gut verdient habe oder eben finanziell in Not war, wo sie mir ausgeholfen hat, dann wieder andersrum. Also es ist wirklich ein langfristiges Spiel und ich würde auch hier sagen, es geht ja mehr darum, wirklich um die Geste, um die Initiative und im Idealfall wollt ihr beide euch ja kennenlernen. Das heißt, der eine macht mal einen Schritt, lädt ein, der andere macht mal einen Schritt, lädt ein. Und gerade das Beispiel von Siamant, da seht ihr, es geht ja auch auf eine sehr subtile und charmante Art und Weise, wo der andere das Gesicht nicht verliert, weil das ist sehr, sehr wichtig. Gerade bei Männern, ja, also da muss ich schon ein bisschen auf das Traditionelle eingehen, dass der Mann sein Gesicht nicht verliert. Ja, absolut. Und das war dann auch letztendlich, wie ich gesagt habe, das, was sie mir damals gegeben hat, da war ich erst recht, jetzt muss ich erst recht für meine Frau da sein, jetzt muss ich erst recht zusehen. Und das hat mich so gepusht damals, dass ich mein Studium unfassbar schnell und in kürzester Zeit noch zu Ende gebracht habe, sehr schnell einen Job gefunden habe, sehr schnell versucht habe, gutes Geld zu verdienen und ab da für immer für meine Frau da war. Ich habe meiner Frau versucht, jeden Wunsch zu erfüllen. Und das war der Sinn so unserer Liebe, das war der Sinn des Datens, das war der Sinn unseres Daseins und nicht, wer hat das erste Date bezahlt. Was soll ich damit sagen wollen? Wir werden jetzt keine Techniken nennen, wie ihr den Mann austricksen könnt oder wie der Mann die Frau austricksen könnt. Das ist ja nicht mal austricksen, aber... Ja, weil so, wie schaffe ich es jetzt, weil der Titel war vielleicht etwas irreführend am Anfang oder wir haben das versucht, ein bisschen spaßig aufzusetzen. Aber hier geht es wirklich eher darum, dass ihr versteht, bitte, wenn ihr euch datet, fokussiert euch auf das Wesentliche und das seid ihr selbst. Wer jetzt wie bezahlt, das können wir wieder Thema Psychologie. Wenn der Gegenüber nicht, das heißt doch nicht, dass der Mann gierig ist. Und die Frau ist auch kein Golddigger oder keine was weiß ich was. Ja, ne, das hat auch immer nichts zu sagen. Weil dann macht der Frau eine tolle Geste und ladet sie ein, von mir aus auch öfter. Ja. Aber genauso, wenn jetzt ihr einen Mann einladet, müsst ihr auch nicht nach Hause gehen und dann muss man auch keine Ego-Probleme haben, sagen, weil er ist ein bisschen unmännlich, der Typ. Er wird vielleicht an einem anderen Punkt für euch anders da sein. Mhm. Also, Message hier in dem Video ist, bitte Klischees beiseite, Instinkte haben wir, ja, da ist Tradition, aber gleichzeitig leben wir in einer Welt, wo wir sagen, ey, es ist alles gleichgestellt, es ist alles easy, wir differenzieren gar nicht mehr, wie das mal gemacht wurde. Und deswegen lasst uns auch hier bei dem Punkt, ja, uns nur auf das fokussieren, was auch der Sinn des Videos ist, und zwar datet euch, habt Spaß und wer bezahlt, das macht eigentlich spielt keine Rolle am Ende, sondern wichtig ist, dass ihr euch zu einer Einheit bildet. Natürlich gibt es auch Dates, wo da mal so ein bisschen, die will ich jetzt einmal nur treffen und so. Aber unsere Videos sind an Menschen gerichtet, die es wirklich ernst meinen. Genau, und es geht ja auch wirklich um das Mindset. Das heißt, wenn ihr euch mit jemandem trifft, gehen wir auf jeden Fall davon aus, dass ihr ein positives Mindset habt und den Menschen wirklich kennenlernen möchtet. Und das seht ihr dann wirklich im ganzen langfristigen Spektrum, wie sie ja gemeint hat. Es gibt immer mal Phasen, wo es dem einen besser geht als jetzt der anderen und man sich gegenseitig hilft. Das heißt, habt das da auch im Hinterkopf und schreibt die andere Person nicht ab, weil er sie mal nicht bezahlen konnte. Genau. Damit sind wir auch am Ende des Videos. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schreibt uns doch gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Ja, sagt ihr nein, absolut, der Mann muss immer bezahlen und als Frau sagt ihr, ja, dem stimme ich zu oder nee, ich ergreife auch als Frau gerne die Initiative und lade ein.
lasst es uns gerne wissen. In dem Sinne, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, alles, alles Gute. Ciao. Macht's gut. Ciao.